Markus, das, was Sie haben, ist keine Krankheit, die heilbar wäre. Deshalb kann ich Sie auch nicht heilen. Niemand kann das. Markus, sportlich, attraktiv, ein Frauentyp. Aber der in sich gekehrte Architekt ist Single und pädophil. Kleine Jungs erregen ihn. Im Drama Kopfplatzen lebt er in ständiger Furcht davor, dass seine verhängnisvolle Neigung auffliegt. Was fotografierst du da? Siehst du doch. Schwimmbad, die Architektur. Für Gesprächsstoff und Kontroversen sorgte Kopfplatzen schon bei der Deutschlandpremiere auf den Hofer Filmtagen. Denn die heikle Rolle hat Sympathieträger Max Riemelt übernommen. Umschwärmt seit Mädchen-Mädchen-Zeiten und einer der profiliertesten Schauspieler Deutschlands. Also ich habe nachgedacht, ob das überhaupt ein Thema ist, was man so verfilmen kann. Auf die Art und Weise, weil es halt so eine Gratwanderung ist. Jemanden zu erzählen, der halt diesen innerlichen Konflikt hat, der halt pädophil ist, darunter leidet, aber mit dem man halt emotional noch mitgehen kann und den man halt nachvollziehen kann, beziehungsweise sogar sich damit identifizieren kann. Und das ist natürlich ja, die größte Herausforderung gewesen. Paul, guck mal, wer da ist. Onkel Markus! Hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Danke. Oh, ist das schwer geworden. Geburtstagsbesuch beim Neffen. Tor! Hast du gesehen, was für ein Tor ich geschossen habe? Das war das beste Geschenk. Okay, Paul. Ich muss mal kurz auf Toilette. Markus unterdrückt sein sexuelles Verlangen. Abstellen kann er es nicht. Es ging um keine Solidarisierung irgendwie mit den Betroffenen, sondern eher um diesen Einzelfall und vor allen Dingen auch mal klarzumachen, wie schwer es bestimmte Menschen einfach in dieser Gesellschaft haben, die sich so für liberal und aufgeschlossen oder aufgeklärt hält, aber dann bei bestimmten Themen also einfach nicht schafft, es miteinander zu reden. Ein einsamer Wolf, voller Wut im Bauch gegen sich selbst. Konzentriert lässt uns Max Riemelt die stille Verzweiflung seiner Figur spüren. Eine neue Nachbarin. Markus fühlt sich sofort hingezogen zu ihrem Sohn und fängt eine Beziehung an mit der Mutter. Was ist los mit dir? Findest du mich nicht mehr sexy? Ist es das? Nein, Quatsch. Der Pädophile als Geliebter und Ersatzvater. Für Eltern eine Horrorvorstellung, aber keineswegs abwegig. Wir wollen es ja gar nicht an uns heranlassen, dass das ein Mensch sein könnte. Wir wollen ihn als Monster titulieren, weil wir ihm das Menschsein absprechen und damit gleichzeitig sagen wollen, es hat nichts mit uns selbst zu tun. Aber es könnte jeder von uns sein, weil man es sich nicht aussucht. Kopfplatzen sollte jetzt ins Kino kommen und startet stattdessen als Video on Demand. Ein gelungener und intensiver Film, menschlich und mitfühlend, aber auch ein Mahnmal der Verantwortung. Es muss Ihnen absolut klar sein, dass Sie zwar für Ihre Neigung nichts können, aber Sie können was für Ihre Handlungen. Haben Sie das verstanden?